Diese Untersuchung haben wir auf Schloss Burg durchgeführt. Ab 1930 wurde Schloss Burg, damals war der Name noch Burg Neuenberge, durch Adolf II. Als neuer Stammsitz der Familie gebaut. 1288 fand die größte Ritterschlacht des nordwestlichen Europas im Mittelalter statt. Es war die Schlacht von Worringen. Graf Adolf V. war damals einer der Gewinner. Er durfte den wichtigsten Verlierer Siegfried von Westerburg, den Erzbischof von Köln, auf Burg Neuenberge, bis jetzt Schloss Burg, gefangen nehmen. Kurz danach gründete er Düsseldorf. Vom 14. bis zum 16. Jahrhundert wurden Burgen wegen weiterentwickelter Kriegstechnik als Verteidigungsanlage nutzlos. Daher wurde Burg Neuenberge als Jagdschloss sowie als höfischer Festort genutzt. Die Burg wurde erweitert und auch wegen der geänderten Nutzung der Anlage wurde aus der Burg ein Schloss. Vom 17. bis zum 19. Jahrhundert verfiel das Schloss durch Nutzung und Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg immer mehr und diente von da an nur noch als Verwaltungssitz. Um 1800 rum wollte die französische Verwaltung Napoleons das Schloss versteigern, jedoch fand sich kein Käufer. 1815 fällt das Herzogtum Berg an Preußen und das Schloss ist nun preußischer Staatsbesitz. Der preußische Staat verwendete es dann als Deckenfabrik, Rossmühle und Schule. 1849 wurde das Dach abgerissen und zum Bau des Landgerichts Elberfeld verwendet. Fortan diente Schloss Burg nur noch als Steinbruch und war dem Verfall preisgegeben. Ab 1887 ging es mit Schloss Burg wieder bergauf. Es gründete sich ein Verein, der sich zur Aufgabe machte, die Ruine zu erhalten. Später wurde Schloss Burg im einzelnen Etappen wieder aufgebaut. 1894 erfolgte dann die Gründung des Bergischen Museums Schloss Burg. Leider brannte im Jahre 1920 der Dachstuhl des Schlosses. Der Brand zerstörte nahezu das vollständige Museum. Bis 1923 wurden dann alle Brandschäden beseitigt. Ab 1950 wird Schloss Burg zum verdienten Touristenmagnet. Okay. Wir gehen rein und gehen. Herzlich willkommen. Hier stehen schon die ganzen Rüstungen. Hallo, ist hier jemand? Wir sind Anna und Patrick und wir würden gerne mit euch reden, wenn hier jemand ist. Hier ist ja schon sehr viel passiert in diesem Schloss, früher in der Burg. Und ihr könnt euch gern mit uns in Kontakt setzen. Aber hier muss es sein. Ja. Sofort, das hat Licht, ne? Ich stelle das hier an die Tür. Ich habe das andere noch in der. Das andere K2 habe ich in der Tasche. Da mache ich das an und das mache ich an die Tür, stelle ich das hin. Mhm. Weil das hat dann Ton. Dann hören wir, wenn jemand reinkommt. Hallo, falls hier jemand ist. Wir haben ja zwei Messgeräte, die reagieren auf euch oder auf dich, wenn du dich uns näherst. Eins haben wir an die Tür gestellt. Das hat ein Tonsignal, also nicht erschrecken. Und in meiner Hand, das schlägt aus, einfach nur mit Leuchtmelder. Und wenn hier jemand ist, du kannst dich gerne uns nähern. Das würde uns sehr freuen. So, die Anna holt eben Licht. Ja, schon wieder Glocken. Hallo. Ist hier jemand? Zusammenbleiben. Periode. Safe. Konstant. Mein Herz. Alles. Ich musste mich so stretchen, als ich rübergehen musste. Ich bin rausgegangen. Together. Period. Scheiße. Er geht richtig los jetzt, ja. Leaving. Tried. Blind.
Hallo, okay, wir kriegen alles mit, was du hier sagst. Ja. Wir verstehen das alles. Sollen wir zusammenbleiben? Sollen wir uns gar nicht trennen? Wir hatten vor, uns nachher zu trennen, weil ja ziemlich groß ist. Nein. Und auch mal alleine das zu erleben. Neues. Das ist die Glocke. Ja. Hörst du die? Sift. Oh, mein Herz. Das rollt. Boah, ich bin echt sprachlos. Also jetzt, ich rausgegangen bin alleine. Ich war kurz alleine. Together. Stretch. Ich musste mich stretchen. Ich musste so rübergehen. Stretch. Und ich hatte keine Kamera mit. Okay. Ist hier jemand? Und alles. Hat jemand die anderen beobachtet? Frage. Ihr beobachtet uns alle, glaube ich, oder? Ihr könnt euch auch, wenn ihr zu der Tür geht, dann hören wir auch als das Signal vom Gerät, dann wissen wir, dass ihr dann in der Tür steht oder durchgegangen seid. Sollen wir uns nicht trennen? Sollen wir zusammenbleiben? Warum? Soll ich nochmal alleine rausgehen? Ich gehe nochmal alleine raus. Möchtest du alleine mit mir reden? Ist hier jemand im Raum bei uns? Oder möchte jemand hier reinkommen? Ihr könnt gern hier reinkommen. Ihr wohnt ja so gesehen hier. Wir sind ja nur zu Gast. Was ist das? Holz, Desert. Holz? Sollen wir hier bleiben im Raum? History. Dress. Ja, Hostess-Kleider, oder was? So, Diana ist kurz rausgegangen. Ihren Rucksack leer machen, damit wir die Geräte mitnehmen können. Ist jemand hier bei mir jetzt? Du kannst ja auch gerne mir gegenüber auf die Bank setzen. Oder über die Ovilus, das Gerät, das ja am Boden liegt, kannst du dich ausdrücken. Das misst so gesehen deinen Gemütszustand. Dadurch, wie du durch dein Empfinden die Umgebung änderst, so soll es dann halt deine Empfindungen in Wörter darstellen. Da kannst du dich auch gerne drauf zeigen oder ausdrücken. Du kannst ja auch gerne auf der Kamera zeigen. Wir haben auch eine Wärmebildkamera dabei. Du kannst dich auch über Temperaturen zeigen. Die Umgebung kalt machen, Ecken kalt machen. Bewogt, schief. Bewogt und schief. Seid ihr neun? Weil neun kam? Ist jemand bei uns? Hast du die Anna gerade gesehen, wo sie in dem Raum mit der großen Tafel gegangen ist?
Willst du uns vielleicht irgendwas über das Bild sagen? History? Gehen wir jetzt nochmal in den Saal? Ja, dann gehen wir jetzt mal eine Runde, ne? Ja. Warum come together? Stay together. Ja. David schon. David? Mal, guck mal. For me, David. Da passt du mir, ne? Ja, Schief, als ob ich, ja, Chef, Chief, Vorstand, Vorständiger. For me, David. David Tesla. Wir wollen nochmal klar machen. Wir wollen hier kein Ärgern. Wir wollen hier nichts Böses. Kennt ihr uns? Okay, wir gehen jetzt mal vom großen Saal hier mal weiter den Gang entlang, durch den Tafelraum. Ihr könnt gerne hier in der Burg mit uns mitkommen, auf dem Gelände. Unsere Untersuchung begann diesmal wieder etwas rasant, denn als Anna in den Tafelraum zurückging, um etwas zu holen, hatte sie die Ovelus dabei und diese hat wieder entsprechende Wörter ausgespuckt. Sie hat genau wieder das ausgespuckt, was Anna getan hat. Und das hat sie doch sehr, beunruhigt und deshalb kam sie auch schnellen Schrittes zurück und hat mir dann sofort alles erzählt. Bei dieser Untersuchung haben wir auch, beziehungsweise beim Erstellen dieser Episode, haben wir auch versucht, die EVPs und Aufnahmen etwas deutlicher darzustellen. Und ja, bei einigen ist es uns leider nicht gelungen. Die waren wirklich bei der Auswertung so zart und leise. Man hat die wirklich kaum wahrgenommen bei der Auswertung und die sind halt leider nicht komplett zu hören. Je nach Ausgabegerät ist dies natürlich immer anders. Kopfhörer hört man natürlich wieder etwas mehr. Aber wir haben unser Bestes gegeben, damit etwas mehr zu hören ist als sonst. Und auch wir entwickeln uns daher weiter. Und ja, viele Meldungen sind auf jeden Fall zu hören. Einige wahrscheinlich nicht, wieder je nach Wiedergabegerät. Jedenfalls begann diese Untersuchung wieder sehr turbulent, wie gesagt. Und naja, wir haben sie auf jeden Fall natürlich fortgesetzt. Vor deiner Zeit? Bist du noch gar nicht so lange gestorben, so lange tot? Ghost. Ghost, okay. Und Hubble. Das hätten wir Humpeln. Doch auch schon. Humpeln. Ist ja ein humpelnder Geist. We will bail. Chills. Ruhst du dich auf der Bank aus? Dürfen wir uns mal zu dir setzen? Date. Date. Okay, wir setzen uns mal gegenüber, okay? Hallo? Ich lege hier mal ein Gerät hin. Hat kurz ausgeschlagen, eine Light-LED, ne? Sitzt hier jemand mir gegenüber? Ein Date, ein Treffen? Möchtest du hier mal Leute treffen, mit denen reden? Mit uns kannst du natürlich gerne reden, deswegen sind wir hier. Als gerade die Meldung Date kam, saßt du da hier auf der Bank? Wir wollen auch nochmal klar machen, wir wollen nicht Lex Beine und Puncture, also punkturiert, glaube ich, Lex. Kommen wir aneinander mit den Beinen, mit den Knien? Mach mal das Licht aus, ich möchte dich nicht blenden. Noch vielleicht der Hall? Leg das Gerät hier mal neben dir, falls du hier sitzt. Da brauchst du keine Angst haben. Das ist einfach nur ein Gerät, was deine Strahlung so gesehen misst. Jeder Körper oder jede Energie hat ja Strahlung. Und so auch wir, so auch du.
Und das könntest das Messgerät theoretisch messen, wenn du auch eine hast. Oder wenn du da überhaupt sitzt. Es kommt irgendwie gar nichts mehr. Du kannst auch, wir haben jetzt das hier über die Lautsprecher in der Kamera, kannst du auch reingehen und dann bin ich später. Dann kannst du auf jeden Fall deinen Namen sagen. Oder du kannst natürlich deinen Namen über die Ovilus sagen. Oder auch laut aussprechen, wenn es gehen sollte. Soll ich mal weitergehen? Ich rieche Rauch. Ich habe halt irgendwie so eine mini-leise Stimme oder bei dir. Okay. Ich rieche Rauch. Das ist ein Kamin, aber das ist nicht an. Wo? Oh. An der Wand. Boah, ich krieg kaum Luft. Jetzt mal ohne Scheiß. Ist echt? Setz dich doch mal hin. Willst du dich hier hinsetzen? Ich möchte weitergehen. Okay. Wir gehen dann mal weiter, da geht's nicht so gut. Riechst du den Rauch? Ich kann Rauch, ne. Vorsicht, mach nicht wieder an. Das ist also der ganze Raum voll Qualm. Gar nichts. Richtig intensiv oder so ein bisschen? Ach, ich riech Rauch, als würdest du rauchen. Ja. Nee, gar nicht. Lässt du Anna Rauch riechen? Ich schmeck den auch. Also ich möchte jetzt erstmal hier aus dem Raum. Okay. Wir gehen mal weiter. Wir kommen hier definitiv nach Heimat hin. Du kannst auch auf diesem Gelände mit uns kommen, wenn du möchtest. In dieser Burg. Hexe. Hexe. Wo es kalt ist. Zieht das hier durch? Wollen wir weitergehen? Das ist echt merkwürdig. Guck mal, der Koffer da. Hexe, was ist das? Spendentruhe. Das war halt ursprünglich. Das ist einfach eine Verriegelung, ne, glaube ich, oder? Das stimmt. Da ist einfach eine Verriegelung oben, ne? Ich dachte, da wäre es ein Hexen-Qualwerkzeug. Ich mache hier mal die Tür zu, damit das halt hier durchzieht und das verfälscht. Ist die Kapelle? Ha? Soll ich vorgehen oder? Achso, ja. Ja, dann geh ruhig. Okay. Hier ist schön warm. Wie fühlt man sich da geschützt? Ja, so mollig, ne? Eingekuschelt. So. Sicher. Ich habe hier das K2 mit Geräusch. Sollen wir das in die erste, in die erste, zweite Reihe, in die erste, in die letzte Reihe mal stellen? Und wir. Sollen wir es nach vorne setzen, mal ein bisschen zurückbekommen und vielleicht setzt sie ja hinten einer dazu. Vielleicht, ja. Hast du Angst vor uns? Oder ist da jemand vor sich mit dem Bus? Ich setze mich lieber nicht hin. Du kennst uns doch. Kannst du uns vielleicht ein Zeichen geben? Oder möchtest du uns ein Zeichen mit irgendetwas geben? Du kannst klopfen, kratzen, laufen.
gar nicht so. Als wäre mir die Kehle zugeschnürt. Hier fühlt mich wohl. Da habe ich keine Angst, nichts hier. Hier habe ich ein gutes Gefühl. Oder war das mit den Quallen ein Zeichen? Dieser Qualmgeruch gerade, war das das Zeichen? Um weiterzugehen? Sollten wir weg aus dem Raum? Du kannst uns auch, wenn du irgendwie dich nicht bemerkbar kannst, kannst du uns diese Fragen auch mit Ja oder Nein beantworten, indem du näher kommst. Wenn du näher kommst und dieses Gerät hier höchstwahrscheinlich ausschlagen. Und das wäre für uns dann eine Ja-Deutung. Also wenn du anders Fragen mit Ja beantworten möchtest, komm doch einfach zu uns. Wie findest du, dass hier Geistersucher sind? Wie findest du das? Findest du das gut? Hier stand gerade Date. Willst du reden? Möchtest du auch mal zu Wort kommen? Hier kommen so viele Leute, machen Fotos und aber vielleicht hört dir gar keiner zu. Vielleicht willst du einfach mal irgendwas sagen. Dann hast du jetzt die Möglichkeit. Wir hören dir nämlich zu. Wir wollten uns gerade trennen, ich komme jetzt nochmal darauf zurück. Möchtest du auf gar keinen Fall... Die Welle, Tim und Slane. Slane? Slane, developed. Development. Hast du ein Buch mit? Ich lege mal eben die Obelus. Darf ich die hier drauflegen? Oh, was für Schaden. Ich hätte ja auch Schaden. Hast du immer noch eine Kamera? Mhm. Ah, scheiße, hat immer nicht. Mhm. Er schlägt aus, er schlägt aus. Hallo? Hörst du das gerade? Nicht drauf. Was? Warst du gerade bei mir, neben mir? Dann lass doch bitte nochmal das Gerät hier ausschlagen. Das hat gerade bis zur dritten LED ausgeschlagen. Vielleicht hast du gerade deinen ganzen Mut zusammengenommen, um zu uns zu kommen. Wenn du nicht ganz nah zu uns kommen möchtest, kannst du dich auch in der letzten Reihe hinsetzen. Da haben wir auch noch ein Gerät, das gibt ein akustisches Signal ab. Dann würden wir das hören, auch wenn wir es nicht sehen. Ich richte die Kamera auf von dir weg. Ich traust du dich auch nicht mehr zu reden. Du kannst einfach dich auf in die letzte Reihe setzen. Trau dich ruhig. Der Mann. Wie so eine ganz leise Stimme von Ovilus, weißt du? Uns wurde gesagt, dass hier mal ein Fernseher ab und zu angegangen ist. Warst du das? Du kannst auch von uns Geräte an- oder ausmachen lassen. Du kannst das Gerät in der letzten Reihe zum Piepsen bringen, indem du dich dahin begebst. Du kannst die Uhr schlagen lassen zur außergewöhnlichen Zeit. Du kannst auch was umkippen, was rollen lassen. Ovilus ausmachen oder umschalten oder ganz viele Wörter hintereinander raus
ausrufen lassen. Das ist auch ungewöhnlich, wenn auf einmal 10 Wörter kommen sollten. Die müssen auch nicht alle in dem Fall einen Sinn ergeben. Wenn du hier bist, hier und jetzt, dann lass auf der Ovelus Stuhl erscheinen. Stuhl. Ich habe das Gefühl, hier ist ein Ort, hier ist Ruhe, hier ist nichts Böses, hier ist wie eine Zuflucht vielleicht. Hier sind auch die Menschen, die hier in die Mauer und die anders. In der Kapelle ist das immer verhalten. Man sitzt sich, man toucht nicht alles an, man geht nicht überall, aber hier ist ein bisschen gesitteter, wie es bei euch ist. In den anderen Bäumen wird vielleicht alles angetoucht und. Na komisch, ne? Hier, es gibt da kaum noch, also immer weniger Gläubiger. Mich in der Hinsicht kirchlich eingeschlossen. Aber trotzdem benehmen wir sich ja anders. Goal? Treffer? Goal oder Skoll? Score, ich weiß nicht. Score, Punkte. Okay, haben wir einen Punkt gelandet mit unserer Aussage? Was ging es um anders oder um meine Aussage? Als ich sagte, dass Menschen sich, auch wenn sie jetzt nicht an Christentum oder wie auch immer glauben, dass sie sich trotzdem... Suppe und Unfall. Okay. Crash. Ledge. Fenstersims. Dass sie sich trotzdem in solchen Räumen anders verhalten. Respekt, oder? In der Regel. Meintest du diese Aussage? Halo, roadway, students. Okay. Rocket Monument. Cockpit? Rocket. Okay. Monument. Dann mache ich das mit den Signalmelder wieder aus. Dann nehme ich ja nur für so Räume, ne? Meta. Meta, der Grund. Interessiert was? Im Artikel F. Grund. Der Grund. Warte, ich gehe. Das ist der Grund. Erinnern. Ist das der Jagdraum? Ja, hier ist kaum was Kaltes. Hier ist der. Oder Souvenirladen ist und so, okay. Der Tisch hinter der Glasscheibe, weißt du? Strong und Hand. Ashes. Asche. Island. Insel. Abgelegener Punkt. Okay. Moment. Ja, dann können wir da nicht ganz so die Tür machen. Was ist so? Vielleicht bist du da drin. Soll ich? Willst du? Ja, ich warte. Ja. Okay. Vielleicht bist du ja hier dran. Hier werden immer die Kinder durchgejagt. Raid. Werden. Im Dunkeln sollen immer die Kinder hierher laufen. Klopf an der Tür. Wenn du hier bist, klopf. Zweimal. Okay, Syllables. Was? Syllables. Englisch ist natürlich nicht so gut. Wir werden das auf jeden Fall alles übersetzen und wir werden gucken, dass wir da irgendwie was. Ich werde das jetzt mal eben. Ich übersetze das jetzt mal eben. Machst du das Dings auf dem Visier? Contrition. Ich wollte den ganz wohl durch, ne? Ja. Hat dir jemand bereut, hier durchgegangen zu sein? Anna sagt ja gerade, ihr könnt hier auch klopfen. Das könnt ihr jetzt gerne auch nochmal machen.
Vielleicht habt ihr jetzt die Kraft oder die Lust dazu. Ihr könnt auch auf mein Gerät in den Rechner reden, da ist ein Lautsprecher drin. Das nimmt eure Stimme auf. Wenn wir sie jetzt noch nicht hören, können wir sie vielleicht zu Hause bei der Auswertung hören. Okay, gut. So vorgehen oder soll ich vorgehen? Springen wir dir zu sehr rum? Stören wir hier die Atmosphäre? Sollen wir etwas leiser sein? Screw black. Wir gehen mal in den Raum. Es ist paint black. Das sieht so dunkel aus. Oder ist es ein anderes? Paint und black? Paint und black. Schwarz gemalt. Grace. Möchtest du uns auf irgendwas, irgendwas hinweisen? Ein Bild? Oder ein dunkles Bild? Dunkle Vergangenheit vielleicht? Ja. Hier sind viele Bilder in Schwarz gemalt. Wir gehen jetzt einfach mal in den Raum und vielleicht ist da ja noch ein Bild. Also hier sind ganz viele Gegenstände auch von früher. Schwerter, Messer und kein Gemälde, aber ein Bild, ne? Hier sind die ganzen Rüstungen auch. Da ist ein schwarzes Bild. Schwarz-weiß, ne? Schwarz-weiß. Club Area Blaze. Welcher heißt Sturm, ne? Ansturm. Ja, Ansturm. Club Ritter. Ja, da sind natürlich die ganzen Rüstungen. Wenn jemand ist, der möchte sich aufmerksam machen auf uns. Du kannst auch, im Moment ist ja sehr warm, du kannst auch die Umgebung kalt werden lassen, die Wärme als Energie benutzen. Dann spüren wir das anhand der Kälte, dass du hier bist. Smell. Smell? Ich habe gerade gedacht, als du durch den Gang gelaufen bist, ich rieche doch auch. Smell? Heißt dann ja auch schmilzen? Nein, Smell heißt Geruch. Riechen. Ach ja, ich dachte jetzt Smell. Also schmilzen. Ne, das hat auch, ne? Ja. Wir kennen schon den Geruch, ne? Ich hab gar nichts gerochen. Ja, und gerade auch wieder, aber ich dachte, mein Gott, ich bilde das ein. Das kann nicht sein. Ich kann nicht. Warum nicht? Ich brauch's nicht. Wir gehen jetzt einfach mal hoch. Okay. Oder runter. Auf runter gehen wir dann nicht. Ja. Trip Soldier upon. Upon? Damals? Damals. Upon Ober, die oben, oder? Aber abermals, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Kannst du uns sagen, wer es hier auf dem Bild ist?
Ausschlag. Hallo? Stehst du gerade neben mir? Hallo? Nur neu in der Ecke. Da hab ich vorhin nur gedacht bei dem Bild. Ja. Sonne mehr. Okay. Sehr kurz. Ist jemand hier bei uns im Raum? Du hast mir gerade ganz schön eine Gänsehaut, muss ich sagen. Kannst du dich nochmal uns nähern oder mir nähern? Hallo? Bist du das? Versuch doch mal hier Nachfragen zu stellen. Siehst du uns hier in dem Raum? Okay, danke. Kannst du auch einmal dich entfernen, damit wir sehen, dass hier jemand ist? Und dann geht das nämlich aus. Dann sehen wir auch, dass du dich bewegen kannst. Dann geh doch bitte einmal kurz weg von uns. Okay, wird schwächer, ne? Okay, danke. Und komm mal bitte wieder näher. Ich hab's nicht bewegt. Okay. Deswegen. Hast du hier auf der Burg damals gelebt? Auf dem Schloss? Auch gestorben? Bist du hier zu Hause? Gehörst du zu der Burg? Bist du gar nicht von der Burg? Ist das ein Gegenstand der Energie? Ja, hier sind nichts. Also geschichtliche Gegenstände. Ach so. Bist du in irgendeinem dieser Gegenstände vielleicht drin oder angehaftet? Gott, ist das eine Störung, weil dann hätten wir jetzt hier auch wieder Ausschlag. Dann ist die Störung da oder nicht? Okay. Wir haben eine Kamera, da kann man Temperaturen sehen. Möchtest du dich vielleicht auf dieser mal zeigen? Dann können wir die einmal einschalten. Dann kannst du dich da durch Kälte oder Hitze zeigen. Nase? Das hat ja jemand genießt. Genießt? Ja. Ausschlag. Okay. Okay, ich mache jetzt eine Kamera an. Warte, die kann ich auch noch anmachen. Und ich wechsle eben. Hier schreib nicht, guck mal eben nicht hier rein. Noch ein Messgerät, das ist das gleiche wie dieses, eigentlich nur ein bisschen anders aufgebaut. Wenn du dich diesem näherst, wie gerade bei diesem Gerät,
dann schlägt hier oben auch ein Alarm aus. Das leuchtet dann rot. Und wir hören das auch. Und du hörst das dann auch. Also nicht erschrecken. Falls du dich dem näherst, könnte es auch piepsen. Das war jetzt ein normales Piepsen beim Einschalten. Ab jetzt ist es aktiv. Ich stelle es mal hier hin, wo du gerade vielleicht standest. Ich leg's mal hin. Du kannst dich gerne in diese Ecke stellen oder da vorbeilaufen. Dann hören wir das jetzt auch. Oder du gehst am Fenster und näherst dich dem anderen Gerät. Jemand bei uns hier im Raum. Du hast dich doch gerade über das Katzometer und über das Katzometer gezeigt. Geh doch nochmal zu diesem Gerät hin auf der Fensterbank. Wenn du möchtest, kannst du dich auch zu Anna hinstellen, wo die Luft warm oder kalt in der Umgebung machen. Mach mal dein Gesicht. Ich wollte aufnehmen, ne? Mach schon mein Gesicht. Deins war meins. Meins. Mir kalt. Deins hat nicht aufgenommen, aber ist da nichts drauf. Mir kalt. Ist hier jemand bei uns? Ist hier jemand bei uns? Dann lass doch bitte nochmal dieses Gerät hier ausschlagen. Okay, du hast jetzt noch ein paar Sekunden Zeit, dich hier drauf zu zeigen durch. Ja, indem du einfach in den Raum reinkommst, wo du die Temperatur entsprechend veränderst. Okay. Gut, falls du uns jetzt eine Nachricht hier auf den Audioaufnahmegerät gegeben hast, dann sagen wir schon mal Danke. Du kannst auch noch weiter bei uns bleiben und mit uns reden auf diesem Gelände hier. Ich danke dir sehr, dass du dich gerade beim Katzometer gemeldet hast. Das kannst du auch gerne noch öfters machen. Ach, guck mal, Hand. Hand? Nein, ja, kam ja gerade. Ausschlag. Okay. Hallo? Bist du jetzt in den Raum mitgekommen? Ja, danke. Okay. Bist du der von drüben also gerade? Lass nochmal drei Lampen vielleicht ein bisschen näher kommen. Ausschlagen. Du hast schon gemerkt, dass wir dir nichts Böses wollen. Kommst du noch ein bisschen näher zu uns? Ja, das ist schon ein bisschen kräftiger. Dann sag ich schon mal Danke, okay. Oh, drei. Oder ist das vielleicht eine Seele von den Tieren, die hier zur Schau gestellt werden?
sind da leider viele tote Tiere. Getötet. Bist du vielleicht ein Hund oder ein Wolf? Will jemand ein Lecker? Teufel, ja, der Mensch ist der Teufel. Habe ich gerade noch gedacht. Ihr werdet alle hier ermordet und ausgeschlachtet, damit die Menschen gucken können. Habe ich gerade gedacht. Ja, der Mensch ist der Teufel. Okay, ist auch Sepp. Sift, schon wieder. Sift, mit T-H-I? Nee, S-I-F-T, ich gehe mal nach oben. Warte mal, lass mal gucken, was das heißt. Das war schon zweimal. Okay. Ich lege das hier hin. Oh, ist nur Ausschläge, ne? Mhm. Okay, laufen hier. Naja, gut, wenn da Tiere sind, verstehen wir uns nicht so, ne? Ihr könnt auch gerne hier hinkommen. Wenn hier jemand ist, könnt ihr gerne hier Sitz machen. Ist okay. Alles echte Tiere. Seat. Something. David. Something. Sitz. Sitz? Seat? S-E-D? Ja, oder S-E-A-T. Ruhig. Der Sitz, oder? Ruhig. Setzt euch ruhig hier hin. S-E-A-D, ne? Duck. Ram. Duck. Der Sitz, ne? Sitz, ja, Sitz. Ich habe gerade nur Sitz gesagt. Vielleicht verstehen die dich. Vielleicht verstehen die dich. Vielleicht sind das ja die Tiere hier. Okay. Wo ist denn schon mal? So oben hin. Da sind noch mehr. Überall. Vier. Aber wir tun es hier gar nicht. Wir können jetzt zu uns kommen. Komm, wir können schön jetzt auch Platz machen. Ja, alles. Das ist alles echt. Hört sich echt komisch an. Ja, gut. Ihr könnt aber auch hier reinreden oder reinschnüffeln. Dann hören wir das. Ich lege das mal hier hin. Das ist unglaublich, ne, mit den Wortmeldungen. Ich dachte gerade, sie kann Sitz machen, dann kommt Sitz. Also wenn ihr... Tiere können einen gut einschätzen, die können einen riechen, die können einen... kann verstehen, ob man lieb oder böse ist, und ihr wisst ganz genau, wen wir zu Hause haben. Ja. Wir haben auch den Orfi zu Hause, und wie lieb wir den haben. Wir haben alle Tiere lieb. Wir würden euch sowas nie antun. Nein, kein Tier. Nein. Und das wisst ihr alle. Ihr guckt uns alle gerade an. Alle gucken so auf uns, und ihr wisst das alle. Kommt mal eben alle hier hin. Hier ist vielleicht auch einmal eine gute Energie. Einmal Menschen, die euch verstehen, die nicht so sind wie alle. Big, groß. Ich habe Herzrasen. Ja, ganz schlimm. Ich habe Gewicht, ich kippe um. In Aufregung, was? Ich sehe jetzt nicht schlecht. Ich kann nicht mehr. Kann man Pause machen? Ich gehe kaputt, warte mal. Mein Herz. Das hört heute auf zu schlagen. Evil, Teufel. Was wollt ihr uns sagen? Willst du jetzt Pause machen? Shaken. Heiler. Du hast gerade noch so gemacht, shaken. Jetzt kommt Heiler. Hast du mich aufgenommen? Hast du gezeigt, wie ich mich geschüttelt habe? Ich glaube schon. Bist du ein Heiler? Soll ich mich schütteln? Channeling, raised. Channeling ändern? Wandeln? Ich gehe jetzt erstmal was trinken. Race heißt Kampf, glaube ich, ne? Ja, mein Gefühl macht sich einer Sorgen. Ich weiß nicht warum. Jack Scratch. Geht euch das abnehmen. Toll. Ne, geht.
Mantel? Ja, aus Fell. Ja, wir hatten dann den Raum mit den ausgestopften Tieren erreicht. Da ging es Anna plötzlich sehr schlecht. Sie hatte Kreislaufprobleme, Herzstechen und so weiter. Das war schon ziemlich heftig. Und ja, wir haben uns dann erstmal überlegt, eine Pause einzulegen. Kurz bevor es Anna so schlecht ging, hatten wir ja noch auf der Ovalus Seed. Das war ja auch ein sehr besonderer Moment, denn ich hatte ja vorher gesagt, falls da Tiere sind, dann sollen die Sitz machen. Kurz danach kam Seed. Und was mir später bei der Auswertung noch aufgefallen ist, Anna hatte ja in der Kapelle auch gesagt, wenn du hier bist, lass auf der Ovalus Stuhl erscheinen. Ja, und Seed heißt auch nichts anderes als Stuhl oder der Sitz. Ob da ein Zusammenhang besteht, kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon sehr, hat mich schon kurz stocken lassen bei der Auswertung, diese Überlegung. Was außerdem noch auf die Ovalus kam, war Rent. Und auch da habe ich mir Gedanken bei der Auswertung gemacht, weil es Anna ja so schlecht ging. Und Rent heißt da so gesehen, Miete, Gegenleistung. Ob Annas Gesundheit in dem Moment vielleicht als Gegenleistung diente, damit wir vielleicht, da wir auch da K2-Ausschläge erst einmal hatten, intensive, dass das halt so eine Art Miete ist, Bezahlung, damit wir Ergebnisse haben. Oder vielleicht damit, als ob sie die Kraft von Anna nehmen, um sich auszudrücken. War eine Überlegung, ist natürlich nicht bestätigt. Ich hoffe nicht, dass die irgendwelche Entitäten Energie von Anna genommen haben, aber war halt eine Überlegung, weil halt auch Rent auf der Ovalus kam. Zudem hatte Anna ja zuvor unten im Tafelraum auch Rauch gerochen. Ich hatte nichts gerochen, da hatten wir auch eingeblendet, was wir da genau wahrgenommen hatten. Kurz vorher hatte ich bei ihr am Ohr eine leise Stimme gehört, das habe ich bei den Aufnahmen bei der Auswertung leider nicht gehört, das war nicht auf Band. Aber ich habe es definitiv vor Ort gehört, deswegen habe ich da auch so erschrocken zu Anna geguckt. Ich habe es auch erwähnt. Und ja, auf jeden Fall, Anna riecht Rauch. Da war einmal die Theorie, die wir eingeblendet haben, dass halt, wenn ein Geist in der Nähe ist, dass er halt einen Geruch, dass der Mensch, bei dem der Geist sich befindet, halt einen Geruch empfindet, auch oft Rauchgeruch. Das war ja der Fall. Und was mir auch bei der Zusammenstellung der geschichtlichen Einleitung auffiel. Der Dachstuhl des Schlosses ist komplett abgebrannt, hat das teilweise ganze Museum zerstört. Ob da vielleicht eine geschichtliche Erinnerung stattgefunden hat, die Anna halt den Rauch hat riechen lassen. Das war auch noch so eine Überlegung zu diesem Szenario. Nun gut, also wir haben dann letztendlich eine Pause gemacht, sind wieder runter im Tafelraum gegangen, weil es Anna ja nicht so gut ging. Anna saß dann kurz allein im Tafelraum, ich war kurz Wasser lassen und währenddessen haben wir die Kameras laufen lassen. Und es sieht so aus, Anna kann sich nicht mehr richtig erinnern, warum sie reagiert hat, aber es sah so aus, als ob sie auf eine EVP, vielleicht intuitiv oder wie auch immer, reagiert, denn man hört jemand etwas sagen und dann dreht sich Anna um und geht sogar zur Kamera hin. Also war schon bei der Auswertung auch wieder mal ein sehr merkwürdiger oder außergewöhnlicher Moment. Nun gut, auf jeden Fall, nachdem Anna sich dann wieder ein bisschen beruhigt hatte oder ihr dann wieder ein bisschen besser ging, haben wir uns dann dazu entschlossen, wieder hochzugehen in den Raum mit den ausgestopften Tieren und haben dann unsere Untersuchung fortgesetzt. Dann gehen wir zu den Tieren hoch. Ne? Ein Gerät noch mit. Schaf, oder? Schaf. Bacon. Oh. Mein Gott. Das ist unglaublich, ey. Es ist auch richtig kalt geworden, ne?
Move. Bewegen. Necessary. Ach, hier gehen wir gar nicht. Doch, müssen wir da rum. Ja. Was ist denn hier los? Gibt's da nicht. Wie? Also V. Fünf. Fight. Du hast vorhin noch mal mit V gefragt. Ach so, Adolf der Fünfte, ne? Mhm. Ist ja ein Adolf der Fünfte vielleicht? Weil du uns gerade V gesagt hast. Wir haben hier Sachen, das hat uns informiert. Also auch Kampf. Und da ging es um einen Adolf der Fünfte. Der Fünfte? Ist der vielleicht bei uns? Also well. Ja? Okay. Hallo Adolf. Wenn du hier bist, kannst du gerne mit uns durch das Gebäude hinlaufen. War der böse oder hat er was noch? Was? Adolf der Fünfte. War aber jetzt nichts Schlimmes, ne? Ja, war nichts Schlimmes. Hier ist wieder Ausschlag gewesen. Okay, geht so weiter, wie es aufgehört hat. Hallo, ist hier jemand? Adolf, der Fünfte, bist du das? Da du jetzt ausschlagen lässt, geh doch einmal kurz weg, damit wir wissen, dass das K2 auf jemanden reagiert und nicht einfach so ausschlägt. Wenn ja einer bei uns ist, entferne dich doch bitte kurz von uns. Okay, hier wird schwächer. Von 3 auf 1,5. 1. Ganz schwach. Oh, 1. Okay, danke schön. Dankeschön. Und wenn du so lieb wärst, kannst du jetzt nochmal zu uns kommen, dann wissen wir, dass jemand bei uns ist. Wenn die LEDs hier, das Licht in meiner Hand aufleuchtet. Oh je. Ja. Okay, danke schön. Drei. Kommst du von der Burg hier? Also bist du, hast du auf der Burg gelebt? Ausschlagen bedeutet hier ja und nicht ausschlagen bedeutet nein. Okay, 3. Okay, du hast hier gelebt. Wurdest du hier in einer Schlacht ermordet? Drei, ja. Okay. Ja, danke schön. Warst du ein Mensch? Oder bist du ein Mensch? Oh, ist ja gerade ganz kalter Wind. Okay. Dankeschön. Stieg dauerhaft auf 3 aus, also flackernd. Es geht wieder runter. Okay, danke schön. Der wurde, also laut Katzometer ist er hier umgekommen bei der Schlacht. Ist das hier dein Zuhause? Ja, ganz leicht, ja. Okay, danke schön. Bist du Adolf der Fünfte, über den wir gerade gesprochen haben, als wir wieder hier hochkamen? Okay, da kommt nichts großartig. Du kannst auch über den roten Püschel in meiner Hand kannst du auch sprechen, dann hören wir dich später. Da kannst du auch mit Worten mit uns reden. Oder über die Obelus. Oder über die Obelus in Annas Hand. Da kannst du dich. Das misst dein. Ja, wie du dich fühlst. Das deutlich änderst du wohl deine Umgebung. Und das kann das aufspüren. Und dann dein Befinden in Worte umwandeln. Findest du es gut, dass wir mit dir reden? Oder reden wollen?
da? Sollen wir noch hier im Raum bleiben oder sollen wir weiterlaufen? Also, ja, das sind zwei Fragen. Sollen wir hier im Raum noch bleiben? Oder sollen wir weitergehen in andere Räume? Oder raus, beziehungsweise rausgehen? Bist du noch bei uns? Wieder kalte Luft, ne? Du kannst, ich weiß nicht, ob du es gerade warst mit der kalten Luft. Ich habe ja eine Kamera, die kann Temperaturunterschiede feststellen und aufzeichnen, darstellen. Dann kannst du das dich gerne nochmal in der Umgebung kalt machen, dann können wir das sehen. Wärme ist weiß. Living Rain. Leben und Regen? Mhm. Regnet es vielleicht draußen? Nee. Wind from Wilson Mini. Mini. Wind heißt nehmen, ne? Oder? Vielleicht deswegen Hexe. Wegen diesen Hexenhut. Was ist da? Da. Bier ist. Okay, ist nicht. Hallo, ist jemand bei uns? Casket Weigel. Wer auch immer hier ist, er darf sich uns gerne nähern. Dann sehen wir das an diesem Gerät hier und dann wissen wir, dass ihr hier oder dass du hier bist. Oder in Annas Hand ist die Ovilus, heißt das. Da könnt ihr, das werden eure Gefühle oder eure Stimmung dargestellt. Hat er geflackert? Ja, muss ich zu Hause gucken. Ja, wieder. Okay. Hallo? Ist hier jemand bei uns? Das ist komisch, ne? Wieder ausgeschlagen, aber jetzt. Hallo? Das ist komisch, ne? Dann denkt man, das ist wegen der Fehlfunktion, aber dann im nächsten Moment macht er das wieder nicht, ne? Warst du das gerade an einem K2 in meiner Hand, an diesem Gerät? Standst du daneben? Dann mach das doch bitte noch einmal.
die Movilus sagen, die die Anna in der Hand hat. Oder wie du dich fühlst, kannst du darüber sagen. Oder du kannst es auch einfach in den Raum rufen. Wenn wir das nicht mit unseren Ohren hören, hören unsere Geräte das eventuell. Und wir hören das zu Hause. Du kannst auch irgendwo klopfen oder gegen die Scheibe klopfen. Du kannst auch was in den Vitrinen klappern lassen. Hier sind da viele Töpfe. Oder umfallen lassen. Oder umfallen lassen. Muss aber natürlich nicht, ist ja nicht so schön. Aber du kannst dagegen klimpern. Du kannst auch dich auf die Stühle setzen, dann wird das knarzen. Falls du mit der Umgebung interagieren kannst. Du kannst es auch bei uns kalt werden lassen, dann merken wir auch, dass wir etwas. Cook, Kors. Bitte? Cook und Kors. Leder und Band. Lederband. Ich habe gerade nur gedacht, ob der sich hinsetzen kann, weil die Bänder da dran sind. Ja, beim Band. Ich hatte gerade nur gedacht, oh, jetzt sage ich, der kann sich hinsetzen, aber vielleicht geht das gar nicht. Jupiterform. Obwohl, Jupiter ist in der Saturn und den Kreis. Jupiter ist rund. Ne? Also Rundgang. Jupiterform. Ist aber noch rund. Rund kann aber viel natürlich interpretiert sein. Ist hier jemand, der vielleicht beim Kampf gestorben ist? Auf der Brüstung hier oben. Oder ist ihr da alle auf der Fünfte wieder? Die haben uns eventuell oben in dem Museumsteil. Der oben im Museumsteil, sagen wir es mal. Oder ist da jemand, der gar nichts mit dem Schloss zu tun hat, der einfach hier und dort ist? Das ist der Kerker, ne? Da können wir uns auch mal. Ja, ja. Ist hier irgendjemand? Present. Leaven. Schon wieder leaven. Leaven? Ja. Verlassen, oder was? Präsent. Willst du uns ein Präsent machen? Oder ist jemand präsent? Oder ist hier jemand präsent? Dann mach dich doch mal aufmerksam. Oder uns aufrufen. Okay. Nochmal da unten liegen. Das hat hier geklappert jetzt, ne? Wo ich sage aufmerksam. Was? Du das gerade mit den Klimpern? Das ist irgendwie ein Tropfen. Ja, das war Metall. Ja. Das war ganz nah, ja. Kannst du das nochmal klappern lassen? Okay. Oh, Ausschlag, Ausschlag. Okay, hallo? Hast du das gerade klappern lassen? Ja. Bist du präsent? Meintest du mit präsent auf der Ulus dich? Okay, danke schön.
Sehr nett. Wow. Okay. Sollen wir hier irgendwo hingehen? Führst du uns zum Ort, zum bestimmten? Ist meine Tasche noch ein bisschen? Dann sieht man. Willst du uns hier zum bestimmten Ort führen? Sollen wir dahin, wo es klimpert? Das ist nicht eindeutig, ne? Wenn wir dahin gehen sollen, wo es klimpert, kannst du das bitte bis vielleicht 3 LEDs oder Lampen ausschlagen lassen, also etwas näher kommen? Sollen wir zum Brunnen vielleicht kommen? Ich sehe gerade das Brunnenschild. Oder zum Kerker? Wenn wir zum Kerker kommen sollen, lass doch bitte 3 Lampen ausschlagen. Einmal ganz kurz anstrengen. Oh, okay. Da, jo, okay. Wir kommen gleich zum Kerker. Wir müssen hier einmal rumlaufen. Dann kommen wir zum Kerker. Dankeschön, bis gleich. Direkt aufgehört? Wahnsinn. Dann gehen wir da mal hin, ne? Vielleicht kommen wir heute gar nicht mehr zur Podcast-Session. Jumped, wir sollen springen. Wir gehen. Wir laufen. Pass auf, beim Kerker, da geht es 6 Meter runter gleich, ne? Mhm. Nicht, dass das irgendwie eine Art Falle ist oder so. Wir gehen da jetzt erstmal hin. Aber nicht für uns. Was ist? Durchgehen, unverschlossen, Nonne. Nonne heißt nein. Aber unverschlossen und durch. Da oben war Jump, da müssen es feuchtig sein. Nicht, dass da wirklich weit ist und da irgendwas reinschuppen oder so. Oh, ich krieg wieder Herzrasen. Ja, gut, aber jetzt anders. So. Ich gehe erstmal nicht so nah dahin, weil das ist nämlich auch unverschlossen. Anlauf, ne? Nicht hingehen. Hallo, ist hier jemand? Wir sollten zum Kerker kommen, wenn wir es richtig gedeutet haben. Ist hier noch jemand im Kerker? Ist die Taschenlampe? Oder du willst nicht dahin, ne? Musst du nicht, ich kann mir auch die Taschen. Nee, dann lass. Lass einmal reinleuchten. Ist hier jemand im Kerker? Ich bin ein bisschen vorsichtig, ich halte lieber Abstand. Weil heute passieren echt merkwürdige Dinge. Ja, das ist echt. Hörte ich so jetzt auch noch nicht. Oder wie? Oh, Ausschlag, okay. Hallo? Was sollen wir hier irgendwas machen? 3 Ausschläge. Kannst du es noch stärker ausschlagen lassen? Bist du im Kerker? Sind die Fesseln oder was? Wir haben ja Ausschlag, ey. Das ist Wahnsinn. Okay. Sollen wir hier irgendwas am Kerker machen? Kannst du irgendein Geräusch machen, damit wir wissen, ob du wirklich hier bist? Also ob hier
Ja, zur Bestätigung nochmal. Okay, drei Uhr. Bist du da unten im Kerker? Oh. Ja. Ich mach nochmal die Thermokamera da unten rein. Okay. Wir werden jetzt einmal da reinfilmen. Vielleicht sehen wir dich ja auf der Thermokamera. Ist das in Ordnung für dich? Dann lass das nochmal ausschlagen. Dann können wir dich sehen und wissen, ob du wirklich da unten bist. Okay. Ich mache jetzt mal die Thermokamera an. Und dann kannst du dich sehr gerne darauf zeigen. Okay, wenn du da unten bist, kannst du dich jetzt gerne auf meine Kamera zeigen. Bist du da unten? Ich guck schon. Du kannst jetzt auch nochmal auf dem Tachometer, was gerade geblinkt hat, dich zeigen. Du kannst auch hier reinsprechen. Wenn du was uns sagen möchtest, können wir auch nochmal wiederkommen und weiter mit dir reden. Einfach hier in das rote Licht reinreden. Okay, wir gehen dann weiter. Hier ist die Ursprungsburg, die allererste Teil, ja, wo einfach nur so ein runder, eine runde Mauer war. Also hier und hieraus hat sich die ganze Burg entwickelt. Also hier war so gesehen. Morse Science. Also hier ist die Ursprungsburg. Hier hat alles angefangen. Continue. Können wir weitermachen? Sollen wir hier weiter euch beweisen? Oder es wurde erweitert oder so. Oder wurde erweitert. Ist jemand bei uns? Mal weitergehen? Mhm. Okay, falls hier jemand ist, kann man natürlich nicht schwimmen, wenn du dich nicht meldest. Hier ist ja keine Lust. Was ist da? Hier soll früher noch so ein Holzzaun gewesen sein, ganz am Anfang. Dann gehen wir nochmal durch, ne? Alles zu. Hallo? Bist du hier unten in der Tür drin? Die ist auf jeden Fall verschlossen. Die Leitung sind auch nicht. Warum nur hier, ne? Wenn das die Leitung wäre, wäre es überall.
Für jemanden hinter der Tür. Du kannst gerne zurückklopfen. Okay, wir gehen weiter, ne? Mhm. Kannst du mal gleich rein, weil ich finde, wo wir jetzt ganz schön. Warte, jetzt will ich Disk und den. Muss bloß nichts fallen. Ja. Jetzt wollen wir noch ganz gerne. Score. Score wieder? Mhm. Ring. Ring? Ring halten. Holt auch, oder was? Ja. Soll ich den. Ich hab den Ring immer abgenommen. Musst du behalten? Nicht mal. Soll ich den anhalten? Ich komm total oft so together und Ring und Hole. Wo sollen wir ein Portal jetzt anmachen zuerst? Ich würde sagen, in den Raum. Wo der Qualm war. Ah, oh, also mit einer Tafel, ne? Mhm. Ja. Der äußere Rundgang, außenrum, oben, wo die Bogenschützen früher waren und so weiter, am Innenhof entlang, der war sehr interessant. Da hatten wir dann auch später ja, im Turm ein paar Ausschläge mit dem K2, die sogar ja, richtig reagiert haben auf unsere Fragen. Und die haben uns irgendwie die Ausschläge Richtung Kerker gelockt. Haben gesagt, okay, gehen wir schnell zum Kerker. Kurz vorher haben wir auch noch sogar ein Zeichen bekommen, da hat etwas geklimpert auf die Frage oder auf die Aufforderung, lasst doch etwas klimpern oder lasst etwas ein Geräusch, damit wir wissen, dass du da bist. Und dann hat es angefangen zu klimpern. Daraufhin sind wir, wie gesagt, zum Kerker. Wir sind die Treppen hoch und dann kam auf der Ovidus Jumped. Und da war so, ach herrje. Da haben wir schon irgendwie so ein Gefühl, will uns einer etwas? Sollen wir jetzt hier runterspringen? Oder wir hatten die Überlegung, der Kerker geht auch ein paar Meter tief. Will da einer, dass wir da runterspringen? Oder will uns einer herabziehen? Zudem kam ja auch am Kerker die EVP herabziehen. Das war ja alles irgendwie so ein Ding. Gut, das mit EVP wusste man damals noch nicht, aber jetzt im Nachhinein lässt es schon irgendwie darauf schließen, als ob uns da einer irgendwie ja, was wollte. Und vorher hatten wir auch im Schloss selbst am Treppengeländer auch schon mal jumped. Auch da ging es tief runter. Könnte man im Nachhinein auch so auslegen, als ob irgendwie einer will, dass wir uns was antun oder einer uns eventuell was antun möchte. Vielleicht ist da aber auch mal jemand gesprungen. Das war einfach irgendwie eine Erinnerung, die Ovilus aufgefasst hat. Okay. Gut, dann sind wir weitergegangen aus dem Bereich raus. Da hatten wir kurz nochmal Ausschlag an der Tür und auch ein paar sehr viele EVPs eingefangen. Da war allerdings unten eine Leitung, die hatte wohl auch Spannung geführt. Da habe ich aber, wie sieht man ja auch im Video, nach Störköln untersucht. Da war an einer Stelle, hat das K2 ein bisschen ausgeschlagen, aber es war irgendwie nur 2 cm an der ganzen Leitung, die da lag, zu messen. Wo ich wegging, hat es auch kurz ausgeschlagen. Aber das ist beim K2 oft so, wenn das irgendwie ein bisschen durch irgendwelche Magnetfelder minimal beeinflusst wird und man rappelt dann da dran, dann schlagen die LEDs auch aus. Das könnte daran liegen. Ich glaube nicht, dass die Leitung, weil sie auch nur unten im kleinen Umkreis auf das K2 gewirkt hat, oben an der Tür irgendwie was verfälscht hat. Aber hundertprozentig können wir eine Verfälschung natürlich an diesem Punkt, an dieser Tür nicht ausschließen. Aber trotz alledem war es auch wieder ein sehr interessanter Moment. Da wir ja zudem auch sehr viele EVPs immer haben und manchmal sind EVPs und Geräusche ganz schlecht zu unterscheiden. Man hat manchmal richtig klare Sätze oder Wörter, also richtig klar ist, ob da einer was im Ohr flüstert. Und man, ja, und da ist, kommt oft nahe, ist, oder ist es ein Geräusch? Und da habe ich mir mal so während der Auswertung und Zusammenstellung der Episode überlegt, kann, also ist eine reine Überlegung, kann es vielleicht sein, dass die Entitäten, um Energie zu sparen, bereits entstehende Geräusche oder entstandene Geräusche, wie zum Beispiel von irgendeinem Schlürfen, von irgendeinem Klacken, wie auch immer, nutzen und diese dann entsprechend modellieren, um sich auszudrücken. So müssen sie ja theoretisch nicht die ganze Energie aufnehmen, um ein ganzes Wort alleine zu bilden. Sie könnten ja die Tonsequenzen, Frequenzen, die Tonwellen des Geräusches nutzen, ummodellieren und daraus Wörter machen. Ja, das ging mir so durch den Kopf bei der Auswertung, beim Erstellen der Episode. Ist vielleicht ein bisschen eine prekäre Theorie, aber
ist eine Theorie, die mir so durch den Kopf ging und der könnte man ja vielleicht mal nachgehen oder könnten sich vielleicht einige Leute mal irgendwie vielleicht mal Gedanken machen. Also ich werde mir da auch Gedanken zu machen. Bei weiteren Untersuchungen werde ich es im Auge behalten, weil wie gesagt, bei manchen, ich sage jetzt mal Anführungszeichen Geräuschen, da kommen so klare Wörter raus. Ob es dann wirklich vom Geräusch her kommt, ist dann auch wiederum fraglich. Genau. Ist ein sehr offenes Thema, allgemein die Geistersuche. Und da muss man oder kann man offen für vieles sein. Und da werden wir uns mal weiter, das werden wir weiter beobachten. Gut, wir sind dann wieder ins Schloss rein und haben unser Portal aufgebaut. Und dann die Portalsitzung abgehalten. Dazu noch eine kleine Info. Bei manchen Apps, die am Portal halt verwendet werden, haben wir mehrere Stimmebenen. Zum Beispiel bei der Wookiebus, da ist einmal so die verquirlte, hellere Stimme. Und im Hintergrund hört man oft Stimmen, als ob die über Funk, Sprechfunk kommen oder wie am Telefon. Und wenn Sprechfunk oder Telefon Stimmen kommen, dann haben wir bei der Einblendung Bindestrich vorne und Bindestrich hinten angesetzt, um zu differenzieren und um die Konzentration halt auf die andere Stimmebene beim Hören fixieren zu können, damit man besser halt versteht oder auch wirklich als Zuschauer raushört, wo waren da jetzt die Meldungen, haben wir das also so markiert. Gut, also wie gesagt, wir sind dann rein und haben das Portal aufgebaut und dort die Session begonnen. Was hast du uns heute schon mal begleitet hier in dieser Burg? Hast du dich heute schon auf dem Katzometer dieses Gerät hier bei uns gezeigt? Bist du hier bei uns im Raum? Ne? Ja. Hier ist direkt die Tür, ne? Hier draußen. Ja, ich habe auch damals, weil das war ja so schön so. Ja. Ich geh mal eben gucken. Zieh an. Komische Geräusche. Hallo?
Hallo, wir sind wieder hier. Wir haben gerade Geräusche, aber du kannst mal gucken. Warst du das vielleicht? Hallo? Bist du hier im Raum? Kannst du dich mal bemerkbar machen? Anna. So hat Anna gesagt. Ich muss Zwangsabbruch machen, hier sieht mir nichts. Hallo? Ja. Hörst du das am Fenster? Oh. Ja, während unserer Portalsession mussten wir jetzt leider eine kleine Pause einlegen, weil es Anna wiederum nicht gut ging. Sie hat sich sehr unwohl gefühlt da im Tafelraum. Ja, als ob da irgendwie irgendwas dann nicht stimmt. Und gut, dann haben wir erstmal eine kleine Frischluftpause gemacht, sind rausgegangen, kleine Runde gedreht, gucken, die Kräfte sammeln. Und währenddessen haben wir die Kameras laufen lassen und das Aufnahmegerät. Und ja, da haben wir auch ja, einige Sachen aufgefangen, die werdet ihr jetzt sehen. Thank you.
Und die... Smile. Du sollst lachen, bitte. Vielleicht würde ich sogar einen aufmuntern. Hallo? Hast du gerade gesagt, dass die Anna wieder lachen soll? Kannst du uns sehen? An der Tür. Sitzt du an der Tür? Du kannst ja auch gerne hier am Ende der Tafel hinsetzen. Da haben wir ein Mess gelegt, dann würden wir das hören. Du kannst dich gerne an die Tafel setzen. Setz dich doch zu uns. Nur so gehören? Gehören? Wenn ihr mehrere seid, hier sind ganz viele Stühle. Ihr könnt euch alle mit am Tisch setzen. Vielleicht 9, wenn er 9 kam. Wenn ihr 9 seid, ihr habt nur Platz hier. Ihr habt nur Platz hier. Ihr wohnt ja hier. Traut sich nicht. Warum meinst du vielleicht mich? Der hat Anna auch gemacht, ne? Traut sich nicht. Traut die Anna sich nicht oder traut ihr euch nicht? Anna. Bitte. Rede mit uns. Soll die Anna mit euch reden? Reden. Seid ihr friedlich? Findet ihr es gut, dass wir hier sind? Wurde hier gegessen? Wurde hier an der Tafel gegessen? Wahrscheinlich immer. Ich liebe Romantisches. Habe ich gehört. Bist du ein Romantiker? Und hier ist ja immer alles romantisch, ne? Komm, ihr könnt ruhig hier an den Tisch kommen, falls ihr noch nicht hier seid. Wir wollen nur mit euch reden. Wir wollen euch nichts Böses. Ist alles
einmal hier, der oben auch in den Räumen sich auf dem K2 auf diesem Gerät gezeigt hat? Sind hier vier Leute anwesend? Ja, zwei. Ja, nun. Ja. Sag doch mal euren Namen, dann kennen wir euren Namen halt. Dann können wir euch hier den Namen ansprechen. Versuche ein bisschen deutlicher zu reden, das wäre ganz, ganz nett. Dann können wir vielleicht sofort reagieren. Komm, ich esse. Bitte? Ist hier drunter nicht die Gastro? Kennst du uns? Wir machen mal ein anderes Programm an, vielleicht verstehen wir uns dann besser. Das alles, wir können dich über alles ohne Angst und ohne Probleme ausprobieren möchte. Dass nichts gefährlich ist, okay? Und sag bis gleich, okay? Bis gleich. Was du da hast, Fotzis?
Heißt einer von euch Mai? Anna fühlt sich ein bisschen unwohl hier. Muss sie sich Sorgen machen? What?
Könnt ihr vielleicht von uns beiden einen Namen sagen, oder vielleicht beide Namen sogar? Das ist die Anna und ich heiße Patrick. Seid ihr hier glücklich? Also wir machen jetzt nochmal Wookiebus an. Okay, bis gleich, ne? Bis gleich. Tschüss. Habt ihr gerade mit der anderen Software auch mit uns gesprochen, oder sind jetzt andere hier? Er wird euch wahrscheinlich die gleichen sein, oder? Wenn ihr wollt, könnt ihr auch gerne hier nochmal die Geräte benutzen, um euch auszudrücken. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr so lange heute hier sein. Aber wenn ihr noch was zu sagen habt, dann sagt doch bitte was. Sind hier noch jemand, der unbedingt mit uns reden möchte? Wart ihr vorhin oben in dem Raum, wo auch die Tiere waren? Yeah.
Thank you.
Seid ihr immer noch zu viert? Uns gewarnt habt, dann Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, also die Untersuchung war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ein tolles Schloss. Tolle Unterstützung von den Leuten vor Ort, dass wir da die Untersuchung durchführen könnten. Super Ergebnisse, also eine große Erfahrung wieder für uns, K2-Ausschläge und so weiter. Und Portal, wirklich teilweise kristallklare Meldungen. Also es war wirklich, wirklich, wirklich tolle Untersuchung. Hat uns wieder sehr viel weitergebracht und unser Ziel herauszufinden, ob es paranormale Erscheinungen gibt. Und ja, also wir sind sehr zufrieden mit Schloss Burg. Was denn? Schau die Kamera mal an. Mhm.